Ja, hallo, hier ist Silvia Fischer und Philipp Hoffmann. Hallo. Wir begrüßen euch ganz herzlich und möchten jetzt ein Video machen anlässlich meiner Lesung und Gespräch am 5. Mai im Stadtcafé in Kassel um 19 Uhr, wo Philipp Hoffmann die musikalische Begleitung macht. Möchten wir jetzt ein kleines Video machen für euch. Ja, Philipp, du bist eingeladen, Vagabundenlieder zu spielen. Ja, Landstreicher und Vagabundenlieder begleitet mit Harmonika. Und ja, wir versuchen sozusagen ja, ja, Teile aus dem Buch, wirst du vorlesen, Teile aus deinem Buch. Und ich werde immer versuchen, dazu alte Landstreicherlieder zu finden, die vielleicht etwas in den Kontext passen oder naja, halt, ja, um sozusagen einen Gegenpol vielleicht irgendwie zu schaffen oder auch eine Pause vom Lesen hier zu gönnen. Dankeschön. Mal wieder verspielt. Naja, nein, nein, nein. Fang einfach noch mal an. Das gehört ja Fang noch dazu. mal an. Ne? Fang Ja, einfach noch mal an. Philipp, kein Problem. Ich war doch so jung und war doch schon so arm. Kein Geld hatte ich im Beutel, das Gott sich meiner Bahn. Dann nahm ich meinen Stab und meine Welt und pfiff das im lieben langen Tag. Und als ich kam gegen Heidelberg heran, da packte mich die Bettelvögel von vorn und hinten an. Der eine packt mich hinten, der andere packt mich vorn. Ei, du verdammten Bettelvögel, du lachst mit meinem Verstand. Ei, ihr verdammten Bettelvögel, mich und als ich kam vor des Bettelvogtens Haus, da schaut der alte Spitzbub zum Fenster raus. Ich dreh mich gleich herum und schaut nach seiner Frau. Ei, du verdammter Bettelvogt, wie schön ist deine Frau. Da packte den Bettelvogt ein grimmiger Zaun. Er ließ mich gleich werfen in einen tiefen Traum. Der vergangene Mond, der schaute noch heraus. Und heut bin ich bei dir, bei ihr, bei ihr in seinem Haus. Nicht ohne Fehlern, aber dazu sind wir ja sozusagen noch echt und an, sozusagen anfassbar und keine Maschinen. Stimmt. Und das war jetzt eine kurze Geschichte, etwas vor kurz dargestellt, der Bettelvogt, auch aus der Liedersammlung von dem Liedersammler Peter Roland und beschreibt, wie ein, ja, ein Mensch, der sehr arm ist, in die Welt zieht und von Bettelvögten, das sind so eine Art, ist im Prinzip so eine Art altmodische Polizei, wenn man so will, also Fürsten, die,
die sozusagen Polizisten hatten, um Landstreicher oder Vagabundierende irgendwie zu kasernieren oder vielleicht auch aus dem Land zu weisen, weil sie solche Elemente bei sich nicht haben wollten. Ne? Mm. Und das war jetzt eine kurze Geschichte, aber er kommt am Ende zu der Frau des Bettelvogten, die er so ein bisschen, als er festgenommen wurde, angeschmachtet hat, sozusagen, so könnte man sagen. Und da ist der Bettelvogt böse auf ihn und wirft ihn in einen Hungerturm. Und ich meine, als ich obdachlos war in der Zeit, ich war bestimmt auch 10 bis 12 Mal mal in einer Zelle irgendwo oder bin sozusagen aufgegriffen worden, wenn man am Bahnhof schläft oder wenn man irgendwo, man wird ja mal kontrolliert auf den Ausweis oder sonst wie. Und da kann es dann auch mal passieren, wenn man zu sehr abgerissen oder auffällig auch aussieht, dass man dann mal eine Nacht einbehalten wird. Ne? So, das wäre so mein Beitrag geschichtlich zu diesem Lied. Ja, schön. Dankeschön. Ja, und jetzt erzähle ich euch mal. Also ich habe ein Jahr praktisch ohne Geld gelebt in Frankreich auf der Straße, also ohne Wohnung. Und das war mein Traum, der sich verwirklicht hat. Und hier seht ihr mein Buch, was ich dann veröffentlicht habe. Ich habe das auf dem Vagabundenblog aufgeschrieben und habe dann dieses Buch rausgegeben, 2020 im März. Genau. Und jetzt lese ich euch draus vor, wie ich gerade, also ich habe in Frankreich gelebt. Das hatte mir auch ein Freund erzählt. In Südfrankreich kann man gut überwintern, wenn man keine Wohnung hat. Und das ist mir dann passiert. Und dann bin ich dann mit einer Schweizerin, die eine Einrichtung für Vagabunden gearbeitet hat, in die Schweiz gefahren. Einfach so. Und von dieser Fahrt möchte ich euch jetzt vorlesen. Es war also am 16. Oktober 2009 an einem Freitag und den Titel habe ich genannt Schweizer Käse. Aktuelle Stimmung dankbar. Es wurde eine angenehme Fahrt in die Schweiz mit nur wenigen kleinen Staus hier und da an beiden Tagen. Zum Übernachten fand sich ein guter Platz in der Straße von Petras Freundin. Also sie hat da noch übernachtet bei einer Freundin. Bloß, just als ich mein Zelt aufbauen wollte, kam so ein kleiner Kläffer angesprungen und bellte unaufhörlich. Sein Herrchen kam an den Zaun und guckte. Ich wollte gerade mein Zelt hier aufschlagen, wenn Sie erlauben. Doch wenn der Hund die ganze Nacht lang draußen ist, ist das schlecht, sagte ich zu ihm. Nein, nein, er bleibt drin. Später kam er nochmal vorbei, um zu fragen, ob ich irgendwas von ihm bräuchte. Echt nett. Nein, danke, ich bin voll ausgerüstet. In der Zeit, in der ich bei offenem Zelt dagesessen bin, nisteten sich zwei Spinnen unter dem Dach ein, die ich später sanft herauskatapultierte, hatte ich keine Lust, mein kleines Zelt mit ihnen zu teilen. Ich bin mit dem Auto nach Frankreich gefahren, wegen des lausigen französischen Bussystems, erzählte mir die Schweizerin während der Fahrt. Ab 8 Uhr abends fährt kein Bus mehr dahin, wo ich wohnte, und ich musste abends arbeiten. Ich erzählte ihr umgekehrt von meinem frigaren Dasein. Also frigan heißt frei, ja. Fri kommt von frei und gan kommt von vegan eigentlich, wobei ich keine Veganerin mehr war zu dem Zeitpunkt. Das war ich aber vorher. In der Schweiz wird es vielleicht schwierig werden mit dem frigaren Leben, meinte sie. Stimmt, letztes Jahr sagte mir jemand, in der Schweiz kostet alles Geld. Also mal sehen. Petra wollte unterwegs einen Cousin besuchen. Unverrichteter Dinge kam sie zum Auto zurück. Sie sind auf dem Feld. Sie hätten eigentlich aufgeben müssen, alleine. Doch dann, also als Bauern, ne? Doch dann haben sie sich mit zwei anderen Bauern zusammengetan
und ein Stück Land außerhalb des Dorfes genommen. Jetzt geht's, wenn Sie es als Nebenerwerb bewirtschaften und hauptberuflich anderweitig Geld verdienen. Dann machte sie einen Ausflug in die Schweizer Geschichte. Also als wir weitergefahren waren am nächsten Tag. Um das Jahr Null herum wollten die Helvetier, die eigentlich Kelten waren, ans Meer. Sie hatten Angst vor den vordringenden Alemannen. Ganz viele sind losgezogen, im Ganzen 5 Stämme. Dann haben ihnen die Römer jedoch den Zugang zum Mittelmeer versagt und es kam zu einer Schlacht, bei der sich die Schweizer tapfer geschlagen haben. Aber sie haben die Schlacht und ihre ganzen Männer verloren. Und in der Schweiz hatten sie alles verbrannt, um den Alemannen nicht freies Feld zu überlassen. Die Alemannen sind dann aber trotzdem eingezogen. Das war die Schweiz um das Jahr Null. Ich konnte gar nicht glauben, so schnell und überraschend in das Nachbarland gekommen zu sein. Das Witzigste an der Geschichte war, genau vor einem Jahr war ich auch dort gewesen. Petra setzte mich in einem Vorort von Zürich ab, von wo aus es eine S-Bahn in die Stadt gab. Und ich fand gleich eine Wiese neben ein paar Wohnhäusern, auf der ich in der Dämmerung mein Zelt aufschlug, nachdem ich nochmal einen größeren Spaziergang in der Gegend gestartet hatte. Petra gab mir 10 Euro, ihr Schweizer Kleingeld, immerhin etwa 12 Franken, Käse und ein Stück Feigenbrot. Fürs Erste war ich also ausgestattet. Das war auch gut so, denn ich fand nichts zu essen, außer 2 kleinen Birnen. Noch schlimmer, die ganzen interessanten Wühltonnen von Geschäften waren abgeschlossen. Na, das kann ja heiter werden, dachte ich mir nach der Erstinspektion. Dafür fanden sich zum Schlafen 2 Kopfkissen. Was für ein Luxus! Das Erste, was mir auffiel, war die Sauberkeit und die vielen Busse. Als Nächstes fiel mir auf, dass die Leute an der roten Ampel stehen blieben und auf Grün warteten. Am nächsten Morgen fuhr ich gleich zu Thomas auf den Markt, den ich im Vorjahr kennengelernt hatte. Er war da mit seinem Stand Klamotten und erkannte mich gleich wieder. Gut schaust du aus, besser als letztes Jahr, wohlgenährt. Du hast Glück, dass du mich antriffst. Ich bin gar nicht mehr oft auf dem Markt. Ich habe jetzt einen Laden gleich um die Ecke. Den musst du dir anschauen. Und ich habe 2 Frauen, die darin arbeiten. Eine 60-Jährige und eine Junge. Die sind beide ganz glücklich, dass sie den Job haben. Ich habe mir den Laden genau da gewünscht, seit 7 Jahren. Es war ein Freund von mir dort und er hat aufgegeben. Und dann habe ich den Laden übernommen, im Mai. Und ich bin jetzt ganz allein zu Hause mit den Kindern. Meine Frau ist zu ihrem Freund gezogen. Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich, alles alleine zu machen. Und du? Was hast du gemacht in dem Jahr? Ich war das ganze Jahr über in Frankreich. Ich komme frisch von dort. Und du hast dort gearbeitet oder was? Nee, mal hier und da geholfen. Gegen Arbeit bin ich allergisch. Aber von irgendwas musst du doch leben. Nö, ich habe so gelebt, ohne Geld. Das war also dein Ziel, ohne Geld zu leben? Genau, das war mein Traum. Ohne Wertung. Man soll ja nicht werten. Und wo schläfst du jetzt? Wieder im Hostel? Nee, ohne Geld ist das schlecht. Ich habe mein Zelt dabei und fand gestern gleich eine Wiese. Ich ließ alles dort, weil es noch nass war. Du kannst aber nicht einfach überall dein Zelt aufstellen in der Schweiz.
Vielleicht ist es jetzt nicht mehr da, eingesammelt von der Polizei. Er lud mich zum Mittagessen zu einem Dal vom Stand nebenan ein, echt lecker, mit Pfirsich-Chutney aus Südafrika. Obwohl du noch nichts gemacht hast und meine Tochter hat dich letztes Jahr in die Flucht geschlagen. Sie ist eine Löwin. Das war Eifersucht. Ich ging auf den Flohmarkt, um nach einem wärmeren Schlafsack zu schauen. Im alten war mir morgens kalt. Ich hatte jedoch kein Glück. Dafür fand ich eine wollene, selbstgestrickte, ärmellose Weste für einen Franken. Die sollte mir ein wenig helfen. Bei der Rückfahrt zu meinem Zelt nahm ich die falsche S-Bahn in einen ähnlich klingenden Ort. Es fehlte nur ein L. Das kostete mich eine Stunde. Das Zelt stand noch seelenruhig da, unberührt. Auf dem Weg war mir eingefallen, dass ich ja eine Studenten-WG kannte, bei der ich zweimal übernachtet hatte. Als ich zu Thomas zurückkam, hatte er schon alles zusammengepackt und war am Wegfahren. Ich hätte ja schon Arbeit, aber bei mir zu Hause. Und mit meinen Kindern ist das schlecht. Und du willst ja gar keine Arbeit. Helfen schon, aber keine Arbeit. Nee, lass mal. Dann kriegen deine Kinder wieder einen Anfall. Das wollen wir nicht. Wir verabschieden uns und ich ging zum See, der mich mit Alpenpanorama im Hintergrund, rosarotem Abendhimmel und Vollmond empfing. Die Lichter gingen an und ich fand doch noch ein wenig Brot zum Abendessen. Dann begab ich mich auf den Weg zur Studenten-WG, diesmal weitgehend zu Fuß, wollte ich es mit dem ticketlosen Fahren nicht übertreiben. Ja, ich danke euch fürs Zuhören. Wenn ihr im Raum Kassel wohnt, seid ihr herzlich eingeladen, am 5. Mai, also am nächsten Sonntag, ins Stadtcafé zu kommen in der Treppenstraße. Da werde ich vorlesen und auch viel von den Hintergründen erzählen. Und Philipp... Und ich werde wieder Landstreicherlieder und Vagabundenlieder zur Begleitung für dich und für euch spielen. Nur mal die Frage, in welchem Kanton in der Schweiz war das jetzt? Mal so? Das war in Zürich. Ah ja. Ja, genau. Das war in Zürich. Ja, ich danke euch dann herzlich. Können wir ja das vielleicht beenden mit einer... französischen Schweiz mal aufgeschnappt habe und dann, oder vielleicht ist sie auch wirklich von mir, oder aber ich habe sie durch eine Melodie aus diesem Teil mal irgendwie gefunden. Ach schön. Ja, danke euch fürs Zuhören und wenn es euch gefällt, freuen wir uns über ein Like, Kommentare und Feedback. Tschüss!